So, moin und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Heute gehen wir rein wieder in ein Frankfurt-Video von Pumpkin Monkey. Frankfurt tut mir leid, aber Tinder kommt noch. Ja, das ist jetzt kein Tinder-Video. Ich glaube, das ist einfach nur so wie letztes Mal. Die werden sich einfach hier ganz beleidigen. Ist ein Mental Reset. Ja, guckt euch das Video an. Und damit wird die Woche für euch sehr entspannt ablaufen. Und die Woche ist ja sowieso entspannt, weil ja Donnerstag ein Feiertag ist. Also in NRW auf jeden Fall ist es ein Feiertag. Also ist die Woche eh entspannt. Und mit dem Video seid ihr nochmal auf jeden Fall 80% schlauer im Leben. Und ich würde sagen, wir gehen rein in das Video. Ich bin auch klitschnass. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ich habe mich umgezogen, aber ich war gerade beim Training. Aber meine Haare sind so nass, weil es gerade richtig geschüttet hat bei uns und ich musste trainieren. Ja, ich hoffe, ich werde nicht krank, aber ich will hier gar nicht rumlabern. Gehen wir rein in das Video. Abfahrt. So. Wir haben gestern ein Tinder-Video gedreht. Leider ist die Speicherkarte abgekratzt. Der Fehler wird gerade behoben. Wenn es wieder geht, bekommt ihr das Video. Okay. Okay, okay. Darum steht auch im Titel. Aber Tinder kommt noch. Okay. Dann gehen wir rein in das Video. Bin sehr gespannt, was da jetzt abgeht. Und wahrscheinlich sind auch immer die gleichen Leute dabei. Ich möchte euch nicht mit den leeren Händen hier lassen. Deswegen hier viel Spaß beim Street-Video. Okay. Bestimmt sind dann wieder die gleichen dabei. Wie immer. Oh mein Gott. Oh shit. Oha, Alter. Weil ich nichts anderes gelernt hab, fuck die Police. Wir fliehen wieder zum Dreckstadt. Bist du die junge Puppe? Ewa, weißt du was ich gemacht hab? Ich bin gestern vom Bullen gerannt. Aus Frankfurt! TikToker lecken meine Eier. Komm nicht näher bitte, komm nicht näher. Deswegen erst mit 45 hab ich auch vor, so vorzuwerden, ganz ehrlich. Ich lege meine Eier auf deren Köpfe, keiner kann mir was. Verliebt in Arafat. Frauen wie sie leiden, ganzes Leben, weil sie fliegen kein Mann. Das war das meiste Geld, was du in 4 Minuten geschafft hast. Leute, ich war schon... Also schleit euch an, es wird heftig. Es wird sehr heftig. Und ich hatte recht. Zu 99% sind das alle die von der letzten Folge. Ist das krass. 17 Minuten durchhalten jetzt, okay? Wir schaffen das gemeinsam. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Gestern ein Video drehen und heute... Wir sind auf dem Weg zu 120 Abonnenten. Macht die gerne voll, Kuss geht raus, gehen wir rein. So. Heute bin ich wieder hier. Heute bin ich nicht allein. Ich habe meinen Schutz dabei. Heute einmal zeigen. Geil. Und schöner Hund, schöner. Heute machen wir ein bisschen Street-Video, bisschen Faxen, bisschen Mascara. Natürlich haben wir den legendären... Barello Berra. Und Silasia am Start, Leute. Boah, wir haben hier Koppel. Die hat doch gefühlt immer dasselbe Outfit auf, ne? An. Auf. An. Auf the number one, Digga. Ich bin ehrlich, also Celia war wirklich die Freundin von meinem besten Freund, also deswegen. Was meinst du, Freundin? Also Passion? Ja, die waren Passion, oder nicht? Wir müssen uns gegenseitig supporten, deswegen. Natürlich. Wie habt ihr euch beide überhaupt kennengelernt? Also durch TikTok und so, ne? Wir sind live gegangen und ja. Direkt verliebt im Livestream und natürlich in Arafat auch. Hey! Oh, bitte! Hey! Ich schwöre! Natürlich, ich bin Kürze direkt! Ich hab mich ja verliebt. Also, sei mal ehrlich, schlimm. Wo du sie zum ersten Mal gesehen hast, hast du gedacht, was du dachtest? Ich bin ehrlich, die ist ein bisschen viel zu groß und so, aber wenn man so überlegt, ist schöner als die meisten Frauen und so, ne? Kann man wirklich sagen so, oh, gut gebaut und so. Also aber guck nicht hin halt, ne? Du weißt schon. Ey, danke schön. Ja, es hat auch alles voll viel Geld gekostet, deswegen ist es voll cool, dass du das begutachtest und wertschätzt. Kannst du mal für die Leute, die noch nicht dich kennen, ja, dich genau. Vorstellen, was du machst? Und also, mein Name ist Hila Shia und ich habe einen Baumeln unten. Und ja, ich habe den mal halt einmal so im Livestream mit Barello gezeigt, so halb. Und ja, ich bin auch auf OF ein bisschen so tätig. Ja. Du hast ein Würstchen. Ich habe einen Dick. Boah, krass, ey. Aber ich will dich mal was fragen. Was hat die Sache mit auf sich, mit dieser Actube-Sache? Weil du lagst mit ihm im Bett und so. War da was? Ja, also hast du ihn genommen? Ich war am Content-Drehen in der Mahlzeit. Und er ist mir entgegengekommen und
Er war einfach mein Sklave und dann hat er halt für mich Sachen eingekauft. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wen ich neben mir habe. Was geht ab, alle? Nadja offenbar. Ich hab uns lange nicht mehr gesehen. Ja, ich war untergetaucht. Wieso? Es gibt viele Probleme, aber die sind jetzt so beseitigt und so. Aber so, wir fangen jetzt wieder an mit Musik. Was treibst du so? Nix, ja. Zu Hause die ganze Zeit Joannis rauchen. Was rauchen? Joannis. Du mein Yuki. Du hast mir gesagt, du hast sehr viele Texte geschrieben. Ja. Hast du für uns ein paar Lines? Ich hab aufgenommen. Voila. Voila. Spiel ab. Boah, geil, ich freue mich. Nadja hat Songs für uns. Celia, komm, wir hören uns das zusammen an. Ja. Kennst du Nadja? Ja, liebe ich. Boah, 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 okay, nochmal von neu. Willkommen auf der Street. Seit am Beginn Gangster, weil ich nichts anderes gelernt hab. Fuck die Police. Wir fliehen wieder vom Dreckstadt. Ich bin mal Benzer. Okay, okay, okay. Was macht weiter, die, weiter, weiter. Was macht die denn da? Bitch, please, du bist niemals eine von uns. Halt die Fresse oder du bist gebumst. Setz die Maske auf, zieh die Waffe raus. Halt die Waffen auf der Kassenfrau in den Rachenraum. Scheiße. Okay, hast du noch ein paar? Ja. Wir machen weiter. Brauchen nicht mal ein Musikvideo. Wir haben hier Frankfurt, Digga. Ja, komm, hopp, hey. Okay, warte. Pack die Möpse aus. Bin's Nadja. Check deinen Body ab, Gin und Juice und Champagner. Nase nach. Oh mein Gott. Ich bin's Nadja. Check deinen Body ab, Gin und Juice und Champagner. Wir sind ja heute in Frankfurt, ne? Frankfurt ist ja was anderes und so, ja. Ich schwöre. Eure Ekelliste. Wenn er nicht 1,90 ist, sag ich ehrlich. Aber das ist ja eher ein No-Go, oder? Oder warte, wenn er nicht schnell antwortet, da bin ich eigentlich immer direkt raus, das kein ist Bock. Zum Beispiel ja, Ekelliste. Ja, da krieg ich so Ick, genau. Und ja. Was wäre so ein No-Go, wenn wir schon bei Ekelliste sind? Was ist Ick? Wenn er einen kleinen Hero hat. Hero, okay, Hero. Und du? Wenn er famous, möchte ich ihn nicht. Wieso nicht? Ja, weil es gibt nur eine Person, die so ist. Braucht man keine zweite. Boah, so sagst du ja? Ja. Und wie siehst du das? Ich glaube, was du meinst, ist nicht beide in der Beziehung können so feminin famous sein wollen, meinst du so, ne? Ja, es wird schwierig mit... Ja. Dann sieht man sich ja nie, weil man muss immer woanders... Und zweitens, ich wollte mal was sagen, ich mache keine Boxkämpfe mehr, weil ich bin zu schön dafür und ich möchte mich nicht mehr hässlich machen. Ich mache vor, ich habe blaue Flecken am Kopf, habe keine Extensions mehr auf dem Kopf. Denkst du, ich mache mich hässlich? Denkt ihr, ich mache mich hässlich? Ich würde mich niemals mehr hässlich machen für sowas. Genau, und was sagst du zu der, die die Ansage gemacht hat, die dich herausgefordert hat und so, ich schwöre? Die ist nett und süß, aber nein, danke. Er war dein Sklave? Ja, weil der hat mich halt von TikTok sich verliebt oder so und dann hat er halt Sachen für mich eingekauft. Und dann waren wir kurz in der Umkleide, dann haben wir TikToks gedreht und so und ja. Wie weit ging das dann? Kann ich echt nicht sagen. Der komm schon, wir sind hier auf YouTube, wir sind hier offen, oder? Also, natürlich sind wir offen hier, ja, aber ich bin ehrlich. ActTube ist so ein bisschen schüchtern, deswegen will ich jetzt nicht so irgendwas vorwegnehmen. Ich bin ehrlich, Celia und so. Celia, guck mal zum Beispiel, ne, eine Frage an dich so. Von allen TikTokern, die du da gesehen okay, hast oder Leute, die du kennengelernt hast. In wem warst du alles verliebt und du sagst, mit dem würde ich was anfangen? Voila, ernste Frage. Also ich habe es ja immer im Livestream gesagt. Du bist groß, deswegen du bist schon mal auf jeden Fall schau mir in die oben drinne. Aber verliebt, keine Ahnung, halt, ich verliebe mich in jeden Mann eigentlich. So, jeder, der gut aussieht und männlich ist, ist halt safe verliebt. Aber stehst du auf Männer mit Vollbart und so? Ehrlich? Jetzt, wo du bald einen hast, safe. Ja, ne? Die beiden sind so groß, ich mache die ganze Zeit so, ich kann nicht mehr. Deswegen setze ich mich kurz hier hin. Aber dafür haben wir doch einen Interessanten heute dabei. Also du hast den dabei. Kleiner Bruder? Ja. Du hast ja gesagt, er soll uns eine Box, was hast du gesagt? Eine Box-Kombi zeigen. Ja, eine Box-Kombi zeigen. Okay, das ist Nadjas Offenbachs Bruder. Er zeigt uns jetzt eine Box-Kombi. Oh mein Gott, oh shit, Alter. Was ist das für eine Technik? Rundumlauftechnik. Ich würde. Also, die reduziert mich wegen meinem Aussehen, ja? So, du hast zwar Markenklamotten, halt trotzdem keinen Style. Sag hier mal, was das für Klamotten sind. Die holt man zugeschickt bekommen, so. Die kann man nicht so kaufen, nur online. Egal was passiert und so, Frauen wie sie leiden ganzes Leben, weil sie kriegen keinen Mann. Also ich sag dir ehrlich, hör mir doch mal zu, wenn ich mit dir rede. Ich höre dich zu, weil ich nehme dich nicht ernst und fass bitte mich nicht an. Ich nehme dich ernst, ich mach das, was ich will, Digga. Du hast doch gerade gesagt, ich soll Abstand halten, dann verpiss dich doch, dann geh doch. Aber zu der Sache mit ActTube, was ist da genau passiert? Wir wollen es wissen, oder? Bruder, kann das sein, dass das vom einen Tag zum anderen Tag ganz halt rumspringt, Digga? Ja, natürlich. Ich komme gar nicht hinterher. Sowieso auf die 1. Ja, ist. Aber positiv sehen, wir haben schon 7 Minuten geschafft, noch 10 Minuten.
ein Fan von mir, weil der ist geil in einem Blase. Und ich war so, ey, was geht? Kauf mal meine Sachen ein. Der hat halt für alle Sachen bezahlt. Und dann waren wir in der Umkleide, haben TikToks gedreht und der ist halt voll neugierig, so was mein unterer Körperteil so anbegeht. So, ne? Der war voll. Genau, also ja, er war neugierig. Chero, sagt man. Er war neugierig auf mein Chero, ja. Was heißt neugierig auf dein Chero? Ich glaube, der hat es halt noch nie gesehen, so in echt. Deswegen wollte er das halt mal sehen. Dann habe ich ihm gegönnt. Guck mal, was heißt, du hast ihm gegönnt? Halt so durch die Hose. So, ja, da ist halt. Da ist halt noch was. Da hängt halt noch was. Da wir ja heute in Frankfurt sind, tun wir jetzt kurz Champ abgeben. Das ist krass. Weil es ist ihm jetzt zu viel und so lange unterhält euch ein bisschen Nadja Offenbach. Ey, ihr habt keine Ahnung, ne? Ich hab da letztens so eine Verballerte gesehen, die kommt so, die sagt, die springt aus Sack, die macht. Ewa, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin gestern vom Bullen gerannt. Ich hab gestern, weißt du, drei Ellas gebaut, hab die geraucht, hab doch drei. Ja, ey, hier ist crazy, ihr habt keine Ahnung. Normal, Digga, das ist Frankfurt am Main. Das ist Frankfurt! Es geht ab, ja, okay, hier. Hast du Iber-Esch-Geschichten? Iber-Esch-Geschichten. Ihr wisst, gell, kennt ihr mich alle? Ich hab Tankhaus geraubt. Was hast du gemacht? Eine Tankhaus geraubt. Erzähl mal, wie du das gemacht hast. Erzähl mal diesen Ablauf. Ja, wir sind Auto eingestiegen. Das stimmt. Und wir hatten schon diese Planung. So. Stimmt das? Das stimmt. Wir waren über high. Wir sind da hingefahren, Richtung da in die Richtung. Ja, wir sind da hingegangen, dann waren da so drei, vier Jungs, die haben Bravo. Gesagt, willst du das machen? Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, die haben mir eine Plastikpistole gegeben. Wir sind da hingegangen, also ich bin allein da hingegangen. Die sind einfach weggefahren, währenddessen ich das gemacht habe, voll abgebrüht, da bin ich weggesprintet, bin in den Busch gefallen. Dann habe ich schon Iber Esch gehört. Aber dann habe ich die wieder gefunden, die hat mich mitgenommen und alles war normal gegessen, alles gut, dies, das. Hast du das vor, umoperieren? Ja, schau mal unten einfach. Schau unten, warum schaust du nicht? Du hast dich ja operieren lassen. Genau, also ich fühle mich 100% als Frau, nehme Hormone, mein Name ist geändert, aber unten ist erstmal noch nicht angepeilt, angedacht, ja. Noch nicht gedacht? Nee, erstmal nicht, der bleibt noch ein bisschen dran. Aber man kann sagen, was man will, also Celia hat wirklich auch, guck mal, wenn man so drauf achtet und so, ne, hat schönes Gesicht und so, ne, also besser, dass du dich umgewandelt hast und so, ne, bin ich dir ehrlich. Also, sagst du, war richtige Entscheidung. Ja, natürlich, also man weiß schon, worauf man Bock hat und was man werden will. Also ganz ehrlich, ich denke, wenn ich später 40 oder 45 bin und so, ne, ich mache wie eine Mutter von Kylie Jenner und so, damit, weil ich habe mitbekommen, wenn man umwandelt und älter ist, man wird wieder jung, wie 20 Jahre alt. Deswegen erst mit 45 habe ich auch vor, so froh zu werden, ganz ehrlich. Ey, ich sag dir echt, es gibt dir alle Ärzte, ich helfe dir und das stimmt, wenn du dich umwandelst, du siehst immer jünger und schöner aus, aber du musst halt auch Geld bezahlen. Du möchtest dich umwandeln. Mit 45, 50 so, wär schon. Hey, guck mal. Und wie heißt du dann? Barella. Nein, guck mal, Barella, gibt es einen Barella? Also von Barello, guck mal, ich gucke Barellina. So. Ja, so Tantella. Tantella. Ey, ich gebe dir alle Hormone, die du brauchst. Sag mir Bescheid, wenn du 50 bist. Ich habe mir jetzt eine Frage, Barello. Du bist jetzt, sagen wir mal, auf einer Party. Du bist unterwegs, du hast einen guten Kopf. Du bist gut drauf. Du siehst sie. Ja. Du siehst sie zum ersten Mal, okay? Ja. Würdest du sie ansprechen? Also, wenn ich das wüsste oder wenn ich nicht wüsste? Nein, du weißt es nicht. Ja, können wir so erstmal so vormachen, so, Heide? Genau, wir machen okay. Das mal vor. Hey, Süße. Hi, was geht? Nix, was geht bei dir? Alles gut? Oh, ich bin so gut gelaunt. Hier sind so viele komische Typen, aber du bist mir direkt gut aufgefallen. Wallah? Ja, auf jeden Fall. Du bist groß. Das gefällt mir. Gänsehaut. Hast du ihn eigentlich? Ja, Celia Shia. Celia? Shia. Warte, ich muss gucken. Ja, also guck mal, ich folge ja schon und so, ne? Aber ich meine, so würde ich. Okay. Komm nicht näher, bitte. Komm nicht näher. Komm jetzt wieder so aggressiv. Oder was? Ist nicht aggressiv. Geht noch viel schlimmer? Ja, auf jeden Fall. Die hat Feuer. Du hast Feuer. Feuer und am Arsch. Warum hast du Feuer? Ey! Das gibt eine Anzeige. Sag mal! Gehst du gerne feiern? Ja, auf jeden Fall. Jedes Wochenende? Sollen sie machen, was sie will, ne? Also, ist ihr Ding, ne? Also, guck mal, du tust, als würde ich sie heiraten wollen. Sollen sie machen, was sie will, wallah. Woran hat's gelegen? Weiß ich nicht. Ja, wie, woran hat's gelegen? Jetzt, nur noch nach jetzt, Hause. Jetzt sind wir dran. Weißt du... Bist du die junge 15? Dieser Typ hat einen Song rausgebracht. Weißt du, wie der heißt? Wie heißt der? TikToker lecken meine Eier. Der war persönlich, Barello. Boah, vielleicht ist Feature.
Ja, ich meine, der erste Song war ja nicht so der Hit, ne? Wie ging der nochmal? Der von meinem Onkel war besser. Guck mal, trotzdem habe ich Ansage verteilt. Hast du den gesehen von meinem Onkel? Ich verstehe nicht. Er hat deinen Onkel Ansagen gemacht. Ja, ja, auf TikTok. Die waren auch zusammen live und so. Was hat er gesagt? Boah, ja, mit Flasche auf Flasche setzen und so Sachen. Guck mal, im Endeffekt, ich bin noch hier, mir geht's nur gut. Ich werde Ansagen, mir passiert nichts. Ja, bis du irgendwann an den Falschen halt Ansagen machst. Es gibt keine Falsche, ich bin der Falscheste. Ja, das mag gut sein, aber es gibt immer noch Personen, die dich auf jeden Fall noch hauen werden. So, meiner Meinung nach, du wirst irgendwann wirklich richtig geklatscht. Boah. Mit deinen Ansagen, die du machst. Du. Boah. Also jeder, der mich klatschen will oder irgendwas mir antun will, ich lege meine Eier auf deren Köpfe. Keiner kann mir was. Aber warum hast du so eine große Fresse und nichts dahinter, Digga? Ja, wie nichts dahinter? Treff dich doch mal mit den Leuten, die, mit denen du dich hauen willst. Hey, hau dich. Ich hab Kämpfe gemacht, ich gewinne. Ja, im Boxring. Wer redet vom Boxring, Digga? Ich rede von draußen auf der Straße. Guck mal, ich bin auf Street Fighter und so, ey. Macht die im Hintergrund, die macht da FaceTime und zeigt. Hä? Guck mal, macht im FaceTime im Hintergrund. Du kannst. Hä? Dein Onkel holen 1 gegen 1. Boah! Ja, okay. Der Ass ist auf jeden Fall juicy. Seh, der war ich auch auf TikTok so immer gern und so, ne? Ich würde auch gerne mit dir chillen und so, ne? Oder mit ihm oder wie. She, her oder was bist du? Natürlich bin ich sie, Barello. Das musst du aber langsam gerafft haben. Nein, aber kommt drauf an, wie du dich nennst und so, ne? Also Artikel musst du selber entscheiden. Also was. Artikel sie, her, she, her. Ne? Du bist ja eine sie. Ja. Okay. Hast du mal einen Freund? Ja. So vor 2-3 Jahren. Okay, meine Frage ist heute: Wie viel Geld sollte dein Mann mit nach Hause bringen? Auf jeden Fall ist das ein schwieriges Ding, weil. Ich habe ja selber gerade viel Geld und das ist immer so ein Kampf. Auf jeden Fall mehr als ich. Aber ich werde jetzt keine Summe sagen können, aber ey, der soll schon seine Mio machen. So. In einem halben Jahr braucht er schon mal Millionen so auf dem Konto. So. In einem halben Jahr? Ja, ich stehe auf Geschäftsmänner, die sind da nicht eingeschüchtert von mir, weißt du? Aha. Deswegen so Männer brauche ich halt starke Geschäftsmänner. Also ein Barello. Genau. Also, aber die Livestreams haben sich ja gut ausgezahlt. Natürlich, aber wie findest du, wenn dein Mann zum Beispiel Kopf in Toilette hat oder Klodeckel abgeleckt hat? Findest du das irgendwie schlimm? Boah, guck mal, da sag ich dir ehrlich, da sind wir zwei gleich, weil was ich schon alles für Geld gemacht habe, ist ähnlich, ist ähnliche Seele. Barello, das interessiert, glaube ich, die meisten Leute. Das wäre auch eigentlich so eine Frage von gestern gewesen. Was war das meiste Geld, was du in 4 Minuten geschafft hast? 4 Minuten? Hand aufs Herz, ehrlich. Boah, ich bin ehrlich. Ein Match geht ja 4 Minuten. 5 Minuten. Ich bin ehrlich, so mit mal 5. Alles mal 5 oder ohne? Alles mal 5. Mit alles mal 5 und so, ich bin ehrlich, es kam bis 3500 Euro, ja. In 5 Minuten? Ja. Jetzt hassen dich ganz viele, die arbeiten gehen. Ja, aber dafür, die arbeiten gehen, müssen nicht Klodeckel ablecken und so. Ne? Ich muss dir sagen, ich habe meine Ehre mit Mund gefangen und so. Ne? Er ist ehrlich. Nicht jetzt, aber kann ich auf jeden Fall machen. Und ich bin der Meinung, zu 1000%, der wird dich... Ich warte. Tamam, dann antworte mir auf Insta, ich schreibe dir, ich vermittle das und ihr haut euch. Kein Problem. Was ist dann das Ende vom Lied? Das Ende vom Lied ist, dass Barello auf dem Boden liegt. Nee, wollt ihr das Ende vom Lied hören? Er ist ehrlich. Er hat gestern gesagt, er würde für Fame alles machen. Kenn ich, hab ich ja auch gemacht. Und würdest du jetzt für... Aber du bist ja jetzt Fame. Ja, natürlich. Guck mal, finde mir ein Gesicht, wo bekannter ist als ich in Deutschland, ja. Für Montana Black. Der habe ich nicht auf Straße und so, ne? Also ich glaube, in Livestream und so hat er bessere Zuschauer, aber so auf Straße. Bestätigst du das? Yappi ist schon wichtig für mich. Also Montana Black ist natürlich auch wichtig für mich, aber ich denke, Montana ist noch ein bisschen mehr, weil er früher angefangen hat, oder? Was ist mit Montana Black? Er hat doch Yappi gehabt früher. Er hat sich ja von Yappi einen blowen lassen und Yappi war natürlich so ähnlich wie ich. Wisst ihr die Geschichte nicht? Nein. Yappi war eine... So wie ich, also eine Frau mit... Ein Mensch. Eine Frau mit Credo. Und die hat ihm halt gegönnt. Und er hat es früher in seinen YouTube-Stories erzählt. Also nichts Verwerfliches, ne? Also, ja, also... Ja, also... Warum nicht? Das passt schon. Kann man machen, sagt er. Aber wisst ihr was? Wir lassen uns die Laune nicht... Was ist denn jetzt hier los?
Ich bin direkt in das nächste Video gesprungen. Perfekt, Gänsehaut. Warum springt das dann automatisch in das nächste Video? Hä? Gut. Ja, was soll ich jetzt sagen? War ein verstörendes Video. Zu viel Information, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte, manche. Ja, gut. Ich hoffe, das Video hilft euch für die Woche, damit ihr einen guten Start in die Woche habt. Ja gut, wir haben die Dienstag jetzt. Also das Video kommt am Dienstag raus. Darum, ich hat die Woche schon gestartet, aber trotzdem hoffe ich, dass ihr mit dem Video die Woche auch bis zum Ende genießen könnt und euch ein bisschen schlauer fühlt. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Wir sind auf dem Weg zu den 120. Macht die gerne voll. Kuss geht raus. Dann würde ich sagen, haut rein. Tschö mit Ö.